Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen. Ob er will oder nicht. Ob er will oder nicht. Ziele wurden aktualisiert. Ich mach mich los. Okay. Langsam und überschlagen wieder zurückgehen. Das wird nämlich jetzt mit Sicherheit eklig werden. Wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Scheiße. Oh, 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 oh. Ja, 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 komm, Noobie Noob. Nein! Rücke aus. Okay, der Feldposten hier oben schießt. Aber er schießt daneben. Gutes Ding. Noch einen von denen hätte ich ganz gerne, ehrlich gesagt, mir gefangen. Das wäre eigentlich ganz cool. Wir könnten mal gucken, ob wir den hier hinten bekommen. Da müssten wir uns halt ranpirschen an die Sache. Aber wir müssten auf jeden Fall den hier oben wegmachen. Sonst wird das zu eng. Kein Problem, oder? Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mit allen unseren Kräften jetzt mal ein bisschen in Deckung. Ja, der von da drüben, der will natürlich auch mal ein bisschen was abhaben. Aber der schießt auch daneben. Ja, er schießt nur daneben. Alles gut. In Bewegung. Okay, der könnte den halt volle Kanne wegmöhren. Wir lassen den mal nachladen. Den brauchen wir hier vorne zum Medkit verteilen. Das hier ist erst der Anfang. Das ist nur eine Frage der... Eine Frage der? Spricht nicht zu Ende. Okay, der kommt nach vorne. Der ist natürlich grandios. Der will flankieren. Kann er auch. Shit! Sowas von Scheiße. Oh, ein 6er Crit hat er reingehauen. Wer ist denn drauf? Wen hat's denn erwischt? Ich habe es gerade gar nicht mitbekommen. War, glaube ich, ein Rekrut, oder? Ist nicht gut. Noobi Noob. Already there. Geh mal hier rein, genau. Ihr seid nichts als ein Haufen. Ja, ja, Marionetten ist klar. Scheiße. Witcher Wolf, oh nee. Boah, Bengel, das war eine knappe Kiste, ey. Bin dran. Wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir ein Riesenproblem. Boah, aber es klappt. Boah, das klappt. Zweimal dünner Mann. Okay, jetzt legen wir alles um, was hier rumfleucht und kreucht. Das ist reine Zeitverschwendung. So, du kommst hier vor. Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Oh, 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 hier oben Alien. Auf Feldposten. Und dünner Mann. Scheiße. Mich ärgert das, wenn wir einen verlieren. Das ist so blöd. Renne. Oh, das war auch noch der.
Okay. Gucken wir mal. Verstanden, los geht's. Okay. Es ist wichtig, dass wir hier die... Dass wir unsere Jungs hier ein bisschen, weiß schon, immer ein bisschen im Feldposten halten. So, jetzt kommt er nämlich und jetzt kriegt er auch gleich eingeschenkt. Noobie Noob. Sehr Noobie Noob. Schade. Das hat echt noch gefehlt. Das hätte man noch machen müssen. Okay, das geht gut, das geht gut. Komm schon. Wir brauchen unbedingt. Kann er nicht respawnen, das ist eine Fähigkeit, die musst du lernen. Das gibt's, glaube ich, der Unterstützer kann das, meine ich. Da kommt der Nächste. Geil. Und dann kommt noch ein Schuss zwischendurch. Okay, so. Haben wir ein Glück, dass der nicht zu nah dran stand, ey. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen jetzt mal Bengel, lassen wir mal nachladen, während unsere Truppe nach vorne zieht. Weil ich habe immer so ein bisschen Angst, dass gerade so schwer verletzte Soldaten, dass die dann ordentlich reinbekommen und dann haben wir da ein Mega-Problem. So, den ziehen wir hier rüber. Rücke aus. Okay, Bengel, du kannst es mal nach vorne versuchen. Und der Rest kommt auch nach vorne. Los geht's. Keine Deckung hier, das ist total schwierig. Bestätigt. Quantum, dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr nice von dir. Reloaded. So, der Überlebende kommt auch noch hinterher. Strike One, wir outen feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Shit. Und gerade auch noch da halt, ne? Bewegung. Ah, komm. Das ist ja nice, huh? Durch die Tür durch abgeknallt. Sehr gut. So, nächster. Noobie Noob. Machst die Sache von, rollst das Feld von hinten auf. Schießen wir jetzt hier vor. Bestätige. Alles klar, Bengel. Du schützt unsere eine Seite. Wenn da einer kommt, weißt du Bescheid. So. Marcel geht nach vorne. Wilder, ey. Das ist so ärgerlich einfach nur. Alles klar. Heavy End. Öffne das Feld. Alles klar. Noobie Noob. Roger Dodger. Roger Dodger. Und rein mit dir ins Körbchen. Ja, aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Denkt er. Denkt er. Die bessere Rüstung? Nee, noch nicht. Wir haben gerade angefangen, Lasergewehre zu bauen. Aber die Rüstung ist wohl das Nächste. Weil so ein Treffer auf den ersten Blick ist natürlich etwas ungünstig. Boah, 6 Tage gleich. Oh, nee, Witcher Wolf ist echt erledigt. Sowas Blödes. Der Arme, der weiß noch nichts von seinem Glück, glaube ich. Ja, auf jeden Fall bessere Medkits.
Heilen ist wichtig. Was haben wir hier? Taktikverständnis. 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite. Super gut. Oder aber Aggression. Gibt um eine 10% Chance, maximal 30% bessere Crit-Chance. Hast du gerade wirklich ernsthaft durch die Decke, durch die Tür und die Decke geschossen? Ja, und das ist gar nicht mal so abwegig. Das geht tatsächlich wirklich auch. Ja, also wenn ihr Filme anguckt, dann ist eine Autotür oder was, da geht eine Kugel durch wie durch Butter. Also das ist, Filme sagen euch da nicht unbedingt gerade so das, wie es wirklich ist. Also die normalen Wände durchschlagen ist gar kein Problem für Munition. Aggression wollt ihr? Alles klar. Für euch gibt's auch Aggression. Neuer Orden, internationale Ehrenkreuzplakette freigeschaltet. Ich glaube, die werden wir ändern müssen. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie Leben zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Ja, sollte lieber den Gefallenen danken. Wir behalten Sie im Auge. Okay. Die Suche ab Autopsie läuft noch. Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Legierungen haben wir zu wenig. Shit. Okay, wir müssen an die Forschung, wie gesagt, gucken. Curry-Zwerge. Gucken wir mal gerade. Warte mal, wir haben noch in der Kaserne. Wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Orden des Schnitzels haben wir noch frei, aber die internationalen... Wie nennen wir den Orden, ha? Interschnitzel, finde ich super. Umbenennen. Interschnitzel. Das Interschnitzel. So, 2 Willenskraft für jede unterschiedliche Nationalität im Trupp ist cool. 2 Zielgenauigkeit für jeden Kontinentbonus, der XCOM verdient hat. Interschnitzel. Was machen wir da? Nehmen wir die Willenskraft oder die Zielgenauigkeit, Freunde? Was meint ihr? Ist jetzt natürlich die Frage, ist die große, große Preisfrage, meine Freunde. Ich finde beide super, super cool. Zielgenauigkeit, ja, finde ich eigentlich auch fast cooler. Die Zielgenauigkeit ist natürlich die Sache, weswegen unsere Leute die ganze Zeit verfehlen. Plus 2 ist jetzt nicht unbedingt cool, aber es geht schon. Zielgenauigkeit, ist das die erweiterte Vision? Nee, ich glaube nicht. Zielgenauigkeit, sagen viele jetzt, Willenskraft waren auch sehr viele, aber ich glaube, Zielgenauigkeit überwiegt gerade. Machen wir so. Komm, und verleihen wir auch gleich. Wer soll, ich würde sagen, einem der Scharfschützen. Nubinub hätte es meines Erachtens relativ gut verdient. Oder? Was meint ihr? Gucken wir mal. So. Ich würde sagen, Nubinub kriegt das Ding. Als Scharfschütze Zielgenauigkeit zu haben, ist mit Sicherheit kein Fehler. Zack. Wie kann dein Quantum, wie kann dein Name drankommen? Ausrufezeichen zum Dienst eingeben, alles zusammengeschrieben, dann bekommst du das. Dann kannst du hier mitmachen, beziehungsweise du kannst, kommst in die Liste von momentan 77 Leuten und aus diesem Pott wird dann ausgewählt. Einfach Ausrufezeichen zum Dienst. Orden des Schnitzels. 2 HP, Nebelheilen, 2 HP mehr, Medkits. Wem könnte man denn den geben? Ich bin dafür... Boah, Bengel hat's übelst erwischt, ohne Scheiß. Auch Eigleis sind noch alle, die sind alle noch mega lang verwundet. Viel, viel Auswahl haben wir nicht mehr. Da kommt ein ganz neues Team raus, wenn das so weitergeht. Gucken wir mal. Ich würde eigentlich sagen, dass wir den 2. Orden des Schnitzels, die bessere Heilung, würde ich eigentlich ganz gerne Yassi verleihen, dass Yassi nicht mehr so lange weg ist. Wisst ihr,
Weil die Yassi ist ja wirklich schon sehr lange weg jetzt gewesen. Ich würde ihr eigentlich gerne Yassi geben. Machen wir auch so. Komm. Zack. Zum Dienst. Jetzt kommen alle. Jetzt kommen, melden sich alle hier zum Dienst. Mal gucken, wann ihr ausgezogen werdet. Ich bin gespannt schon. Super geil. So, die Orden sind alle weg. Was sagt die Offiziersschule? Man lernt schnell. Das war die 25% eiserne Willenskraft. Höhere Bonus auf die Willenskraft. Das ist alles schon wichtig. Was haben wir denn in unserer Ehrenmal ansehen? Chris Fox? Hill? Teuflisch. Ach, das waren die vom Anfang. Das waren die vom vom ersten Mal sozusagen. Krass, okay. Dünner Mann, Sektoid, Schrotflinte. Krasses Ding. Mit dem Dudelsack. 3 Tage müssen wir noch durchkommen. Wie schaut es mit den Einrichtungen aus? Da könnten wir uns überlegen, ob wir hier ein Kybernetiklabor hinten dran klemmen. Kostet nicht die Welt. Die Energie haben wir. Dann könnte man das Kybernetiklabor starten. Was meint ihr? Okay, zählt als Werkstatt, was den Verbundsbonus betrifft. Hier werden sie dann mechanische Exoskelett-Cyberrüstungen, Max, zu bauen und Soldaten so weit zu optimieren, dass sie diese tragen können. Finde ich eine geile Idee, Freunde, oder? Ja, mach es! Der Chat ist sich, glaube ich, schon wieder fast einig. Gute Idee! Lasst es uns tun. Alles klar, 10 Tage, dann läuft das Ding. Und ich würde ganz gerne, wie schaut es jetzt hier aus, da können wir noch kein 200 kostet uns der Spaß, gibt aber 20 Strom her. 200 sollte man noch ein bisschen sparen, ich möchte aber das hier trotzdem ausheben, weil wir unser Labor irgendwann noch benötigen, um das Genlabor zu bauen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Wow, Sucherautopsie ist abgeschlossen. Implantat zur Herstellung verfügbar. Geistergranate verfügbar. Was? Mimetische Haut verfügbar im Genlabor. Well.